Hallo, herzlich willkommen in meine Küche. Also machen wir heute zwei verschiedene Essen für euch. Einmal Rindfleisch, so mit Gemüse, also Tomaten, Paprika und Zwiebeln. Und das ist 1 Kilo Rindfleisch. Und das ist so eine geschnittene, so würfelgeschnitten, so kleine. Und einmal machen wir Reis für euch. Also eine ganz andere Sorte. Ja, und machen wir jetzt erstmal, unser Fleisch muss eine gute halbe Stunde kochen. Und dann nachher mit Gemüse braten wir. Also, Kaurme ame chicken juara. Kaurme u brinji. Tamam. So, ich brate erstmal zu Anfang Fleisch und dann gebe ich dann Wasser bisschen. Ob das bisschen kochen. So. Ich habe vorher Fleisch gewaschen. So, jetzt mein Fleisch ist jetzt Wasser fertig, also ne, weil ich habe mit Öl ein bisschen gebraten erstmal und dann gebe ich jetzt ein bisschen Wasser, ob das ein bisschen kochen. So. Gebe ich glaube ich ein, zwei. So, ich habe 3 Glas Wasser gegeben und da muss erstmal ein bisschen kochen. So, solange Fleisch kocht, dann schneide ich meine Gemüse. So, jetzt unser Fleisch gekocht. Also, Kamera, komm zu gucken. Komm. So, ne? Und das jetzt braten wir mit Gemüse. So, gebe ich nochmal 2 Löffel Öl. So. Und da kommt jetzt Zwiebel und Paprika. So, da muss erstmal ein bisschen braten werden und da kommt dann Fleisch dann rein. Und habe ich noch nicht Salz und Gewürz alle, da kommt auch nachher, wenn Fleisch reinkommt, da kommt... Oh, ich habe meine Haare. Schokolade. Ja, da will ich auch wacker. Tamam. Hoscha. Tamam. Jetzt unsere Zwiebel jetzt hart gebraten und da kommt jetzt mein Fleisch rein.
So. Na? So. Dann gewürzt ich jetzt. So, Paprika süß. Bisschen mehr. Und Schwarzpfeffer. So. Bisschen Thymian. So. So. Und die Pulver Paprika eben süß. Auch ein bisschen. Und Salz. Also Salz muss ich wieder wirklich mit meinem Hand fühlen, so ungefähr einen Esslöffel. So. Ist ein bisschen mehr geworden. Hey. Hm? Tschia. Achso, da wird der Tschia hier. Schakir buja, Anja. Na. Hä? Na, ich habe Fleisch. Tja? Lass mich gucken. So, und zuletzt, da kommt die Tomaten, geschälte Tomaten. Aber da muss erstmal alles zusammen ein bisschen braten. So, jetzt kommt die Tomaten rein. So, und 5 Minuten, da kann auch so zusammen ganz im Kleine kochen und dann ist fertig. Machen wir jetzt unsere Reis. Da kommt ein bisschen Öl in die Pfanne. Und da kommt so kleine Nudeln. Also wir Kurdische machen immer das in Reis rein und Bulgur auch. So ungefähr. Da muss es mal braten. So, unsere kleinen Nudeln, die sind gebraten. So. Und da kommt jetzt Tomatenmark rein. So, eine Esslöffel und 2. Dann habe ich gedacht, ich mache anderes. Also können Sie wirklich so auch probieren. Der ist sehr lecker und das schmeckt ganz anderes. Ich werde am Spirinjaspi-Arzt bin. So, da kommt 2 Hühnerbrühe rein. Und Schwarzpfeffer. Also, und Salz. Also, mehr nicht. So. So, kommt jetzt Reis rein. Und da kommt jetzt warme Wasser. Ja, dann lassen wir bis die Wasser so ziehen. Und dann ist fertig. So, jetzt alles so ein bisschen gebraten. Und da gebe ich jetzt Wasser. Eins. 4.
So. Also erstmal 4 Glas Wasser habe ich gegeben. Und da muss ich immer so gucken. Und ich glaube, das Wasser ist zu wenig. Aber da wollte ich gleich nochmal 2 Glas geben. Gebe ich erstmal Salz. Und dann mache ich meine Herd so kleine. Und ungefähr so, ja, erstmal ein bisschen 10 Minuten kochen lassen. Und dann gebe ich nochmal wieder ein bisschen Wasser. So, wir gucken einmal unseren Reis. Ne? Ne? Da sieht, ob das Wasser wenig ist. Habe ich 4 Glas Wasser, 4 Glas Wasser gegeben. Da gebe ich jetzt nochmal ein bisschen. So, das sieht so ungefähr ein bisschen so wie Risotto aus. Ne? Ja, so, dann gebe ich noch ein bisschen Wasser. Ich habe noch 2 Glas. So, unser Essen fertig. Ne? Unser Reis, das sieht wirklich so aus. Sehr lecker und sehr einfach. Machen Sie danach. Probieren Sie. Und unser Fleisch auch, das sieht so aus. Ne? Ist sehr lecker jetzt. Wir essen jetzt gleich. Ne? So, ne? Das sieht wirklich so aus. Und Agitouskamaya, Amepechon, ne? Das ist auch unsere traditionelle Brunekretze. Brunekretze heißt auf Deutsch, weiß ich nicht. Ich habe so gehört, also. Ne? Mit Duskachojin habe nachkochen. Ne? Ja, und guten Appetit und bis nächste Videos. Tschüss.